Mit dem neuen Zeitalter, Age of Heroes, haben wir in Conan Käfige bekommen, die wir schon von Zipta kennen. Und aus diesen Käfigen können wir NPCs holen. Ich habe hier mal so ein Beispiel, und zwar einen Named Tänzer, Bodan der Biegsame. Und ich bin schon mal ein bisschen rumgereist, habe geguckt, wo ich diese Käfige finde. Und das würde ich heute gerne mit euch teilen. Dafür werde ich mich allerdings haben, so dass ich nicht mich ständig durch jedes dieser Camps durchkämpfen muss und zeige euch nur die Orte, wo ihr die Kämpfer findet. Und wir werden die NPCs aus den Käfigen holen und gucken, was wir an NPCs dort rausbekommen. Wir starten natürlich hier am Fluss im Startergebiet. Ich habe jetzt in diesem Bereich hier alles abgesucht und habe hier keine Käfige gefunden. Aber vielleicht habe ich was übersehen, könnt ihr mir dann ja in die Kommentare schreiben, direkt hier in diesem Bereich. Da war nichts. Den ersten, den ich gefunden habe, das ist hier an Schmalnackenbrücke. Und ihr braucht ja immer einen Please listen. Gefängniswärter. There isn't much time. Und I have a proposition. das ist in dem Fall sie hier. Gib mir mal einen Schlüssel, bitte. Das Show hören wir schon mercy and daran, I will dass sie repay it a redet. thousandfold. Wir haben Please. hier eine A thousand gratitudes to you. I Barkeeperin haben shall wir serve you hier. Die wird jetzt faithfully. natürlich I gleich shall serve you getötet. with libations I unending. will feast upon you. So, wir könnten sie jetzt retten, aber wir wollen sie eh nicht haben. So, das wäre also der erste Punkt auf der Karte. Finden wir uns hier in H3, H4, so an der Grenze. Der zweite Punkt, wo wir sind, ist hier ein Stück weiter den Nubriffer hoch. Das nennt sich Aussichtspunkt hier. Gut, ich stehe da jetzt drüber. Also das hier heißt Aussichtspunkt und befindet sich in J5. Bekommen haben wir hier einen Zweierkämpfer. Also grundsätzlich kann man sagen, es muss immer ein kleinerer Ort sein oder auch ein größerer Ort, wo Menschen sind. Ja, an anderen Stellen, wo Skelette sind oder so, gibt es ja auch. Da werdet ihr keinen Käfig finden und keinen Gefängniswärter. Wir sind am nächsten Punkt angekommen. Und hier sitzt der Gefängniswärter oder die Wärterin in dem Fall. Das hier ist Zuflucht des Matrosen. Und hier haben wir einen Käfig. Ein Dreierzimmermann, immerhin. Wir sind weitergereist hier in Buccaneers Bay und wir sind jetzt hier im Strandgut. Hier ist jetzt ein Käfig, aber ich habe keinen Gefängniswärter hier gefunden in direkter Umgebung. Das ist mir schon einmal auch passiert. Auf jeden Fall, wenn ihr einen überhaupt, dann könnt ihr einen Schlüssel überhaupt, dann könnt ihr hier aus dem Käfig einen weiteren Gefangenen rausholen. Wen haben wir hier? Einen Zweierbogenschützen. Obwohl das hier eigentlich ja ein sehr großer Stützpunkt ist, hier und auch hier habe ich alles abgesucht und habe nur diesen einen Käfig gefunden hier. Und auch hier unten, Dagons Abstieg oder hier, habe ich keine Käfige gefunden. Hier gibt es eigentlich keine größeren Siedlungen. Dann gehen wir jetzt als nächstes zur Schwarzen Galeone. Hier bei der Schwarzen Galeone habe ich zwei Käfige gefunden. Hier haben wir den ersten Gefängniswärter. So, wer bist du? Ein Zweierbogenschütze. Wir haben aber noch einen zweiten Käfig hier. Hier ist der zweite Käfig. Daran, dass sie redet, wissen wir schon, es ist eine Barkeeperin hier. Das Gute ist ja, wir können jetzt ja Barkeeper eben auch aus diesen Käfigen bekommen und müssen dafür nicht die Purge durchführen. Die schwarze Galeone findet ihr hier in I7. Ich bin jetzt am Ort der Beschwörung. G5 ist das. Und wir haben hier jemand im Käfig. Wir haben hier auch zwei Käfige, zeige ich euch gleich. Oh, wir haben hier ein Named, Ternis Brandhose. Also alle Named, die ich rausgeholt hatte, hatte ich das Gefühl, die kenne ich noch nicht, dass die neu sind. Den
bringen wir auf jeden Fall nach Hause. So, und dann haben wir hier... Hier haben wir den zweiten Käfig, der ist leer. Den brauchen wir also nicht zu öffnen. Aber wir wollen den Schlüssel. Bist du der mit dem Schlüssel? Jawohl. Wir sind jetzt bei Tugras Wacht. Das ist hier GH6, Tugras Wacht. Und hier haben wir jemand im Käfig. Eine Tänzerin, eine Zarttänzerin. Als nächstes sind wir hier. Schafzahnpassage. Und wir haben hier einen Käfig. Kapitänsleibwächterin Undina. Eine Nähe. Oh, oh, oh. Die nehmen wir mit. Habe ich offensichtlich einen übersehen gehabt hier. Hier in der Grube habe ich auch zwei Käfige gefunden. Da hinten ist der erste. Listen, there isn't much time. Wieder eine Barkeeperin. Und der zweite Käfig ist da drüben. Ist da jemand drin? Ja, da ist jemand drin. Hier habe ich nur einen Gefängniswärter gefunden. Ja. Außer der steht irgendwo weiter weg, aber die sehen alle nicht wie die Gefängniswärter aus. Also es war, wie gesagt, das war beim letzten Mal, als ich hier war, genauso. Wer bist du? Ein Zweier Bogenschütze. In Sepameru habe ich jetzt keinen gefunden, aber vielleicht habe ich mich getäuscht, aber ich habe da keinen gefunden. Und ansonsten haben wir hier keine größeren Siedlungen mehr. Das heißt, wir gehen jetzt eigentlich aus diesem Wüsten- und Dschungelbereich hier rüber und können als erstes hier mal zur Wüstenwacht gehen. Hier bei der Wüstenwacht. Ach, da kommt noch einer. Sorry. Atali has come. Hier bei der Wüstenwacht haben wir einen Käfig. Und wer bist du? Ein Dreierschmied. Immerhin. Wir sind hier oben in der Nähe von Neu-Assagard. Das ist F9. Und wir können gleich zu Lians Wacht mal weiter gucken. Denn hier haben wir auch einen Käfig. Ist da jemand drin? Ja. Der Gefängniswärter sitzt hier. Wieder ein Barkeeper. Also kein Mangel an Barkeepern. You set me free. Thank you. Ja, bitte, gern geschehen. Lians Wacht findet ihr auch hier oben. Ja, GF10 ist das. Die hier haben nichts gehabt, da habe ich schon geguckt. Und dann haben wir zwei in Neu-Assagard. Hier haben wir wieder eine Barkeeperin, die für uns arbeiten will. Und wir haben einen zweiten Käfig in Neu-Assagard. Und zwar an der Stelle hier steht normalerweise einer oben und da unten stehen zwei, die Befehle empfangen. Ja, und hier ist der zweite Käfig. Aber nur ein Gefängniswärter hier. Also entweder ihr habt einen Schlüssel über, zumindest ist es im Moment so, oder ihr könnt nur einen der Käfige öffnen. Da haben wir eine zingaranische Tänzerin. Eine Dreier-Tänzerin. Der nächste Punkt, wo wir sind, ist hier diese vier Wachtürme. Und wir sind hier jetzt und gucken auf den Geisterwachtturm runter. Und da unten seht ihr den Käfig. Und wen haben wir da drin? Ein Dreier-Bogenschütze. Also bei den größeren Orten ist es oft so, dass ihr zwei Käfige habt. Bei den kleinen habt ihr eigentlich, soweit ich das gesehen habe, immer nur einen Käfig. Und dann haben wir noch hier oben diesen Bereich, und zwar hier beim Hügel der Toten. Hier oben sind ja menschliche NPCs, die dort ansässig sind. Und hier in dieser Hütte, da gehen wir jetzt mal hin, das hätte ich nämlich beinahe übersehen. Hier in einer der Hütten war das. Ja, genau hier. Hier haben wir den Käfig. Hier können wir auch was lernen übrigens. Aber hier haben wir den Käfig und da steht der Gefängniswärter. Und ist der Käfig leer? Nee, ist jemand drin. Also eins kann ich auf jeden Fall sagen, es sind immer unterschiedliche Side-Geheimnishüter. Der Name kommt mir jetzt mal bekannt vor, also auch wieder ein Named. Als letzten Punkt sind wir bei der Sternguckerklamm. Hier haben wir ja früher immer sehr gute Chance auf Dalincia gehabt. Das
ist aber, glaube ich, nicht mehr so. Das dürfte der Gefängniswärter sein. Ja. Und wen haben wir hier drin? Sieht eigentlich aus wie eine Dalincia. Oh Gott, das kann ich ja gar nicht aussprechen. Yes, please. Yes, please heißt die. Die heißt Yes, please. Haha, wer hat sich das denn ausgedacht? Yes, please. Auch schön. Ja, also eine weitere Name. Das heißt, ich habe ansonsten hier war jetzt nichts, also im Vulkan habe ich nichts gefunden, aber falls ich da im Vulkan was übersehen habe, schreibt es bitte in die Kommentare. Das hier sind ja alles, hier sind ja weiter keine Siedlungen, wo es menschliche NPCs gibt. Das waren die Punkte, die ich gefunden habe, wo wir diese neuen Käfige haben. Wir haben jetzt hier auf dieser Tour 3 oder 4 Named NPCs gefunden, einige Handwerker, reichlich Barkeeper und verschiedene Kämpfer. Also ich würde sagen, das lohnt sich schon immer in diese Käfige auf jeden Fall auch reinzugucken, weil ich finde jetzt zum Beispiel doch vom Anteil her irgendwo so 20% Named NPCs zu finden, ist eine ganz gute Sache. Sollte sich da an diesen Orten etwas ändern, dann werde ich euch das natürlich entsprechend mitteilen. Ansonsten sehen wir uns im nächsten Video. Mach's gut, bis dann und ciao.